meine lieben Bird Rider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zu einer neuen Folge Lorecore und willkommen zurück in der Welt von Resident Evil. Wenn ihr mit mir gerne über Resident Evil oder auch andere Videospielthemen diskutieren wollt, schaut gerne auch auf meinem Discord vorbei. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox, dort können wir uns gerne über alles Mögliche unterhalten. Aber natürlich könnt ihr auch einfach hier unter diesem Video kommentieren, wie ihr mögt. Aber jetzt schauen wir uns den Verdugo mal genauer an. Isidro Uriarte Talavera ist ein treuer und ergebener Diener von Ramon Salazar und ein genialer Wissenschaftler, der sich mit seinem Meister ein und dieselbe Vision teilte. Er wollte den zerbrechlichen, schwachen, menschlichen Körper stärken und so perfekt machen, zumindest aus seiner Perspektive, wie die Körper der heiligen Insekten. Nach vielen Jahren der Experimente, die Uriarte auf Geheiß seines Herrn mit einer mysteriösen schwarzen Flüssigkeit durchführte, die die Plugger absonderten, war er davon überzeugt, dass eben genau diese Flüssigkeit der Schlüssel zum großen Ziel der Verschmelzung eines menschlichen Körpers mit Insekten sei. Und schließlich gelang ihm sein Unterfangen tatsächlich. Durch grausame Experimente wurden die Navistador erschaffen. Humanoide Insekten, die in der Lage waren, sich eigenständig zu ernähren, fortzupflanzen und autark ihre eigenen insektenartigen Kolonien zu gründen und dennoch Lord Sadler treu ergeben waren. Doch diese ersten Erfolge reichten Isidro Uriarte nicht. Für ihn war dies erst der erste Schritt, seine Grundlagenforschung. 2 Jahre nachdem er die Navistador erschaffen hatte, forschte er weiter, um seine Erkenntnisse bei der Fusion von Mensch und Insekt zu vertiefen und weiterzuentwickeln. Und schließlich ging seine Forschung in die letzte Phase. Die Verschmelzung eines erwachsenen, lebenden Menschen mit einem Insekt. Anders als bei den Navistador, bei denen lediglich eine befruchtete Eizelle schon im sehr frühen embryonalen Entwicklungsstadium mit der schwarzen Flüssigkeit infiziert wurde. Die treue und ergebene Haushälterin der Salazar-Familie, die auch dem grausamen Ramon treu diente, da sie dessen Vater schwor, ihn vor allen Gefahren zu schützen, meldete sich freiwillig für die ersten Versuche der Verschmelzung. Sowohl die Haushälterin als auch Uriarte wünschten sich in ihrem religiösen Wahn nichts mehr, als ihren Lord glücklich zu machen. Ein halbes Jahr nach den ersten Versuchen war das Experiment dann tatsächlich geglückt. Laut Uriarte musste die treue Haushälterin viele Qualen erleiden. Doch aus seiner Perspektive sei sie nun die perfekte Lebensform geworden, die die Früchte ihrer harten Arbeit in den letzten Monaten und Jahren in vollem Glanze erstrahlen lässt. Ein Wesen mit der Intelligenz eines Menschen und den stabilen, langlebigen Körpern der heiligen Insekten, der Las Plaga. Uriarte nannte das Wesen, wie schon die Navista dort zuvor, nach sich selbst U3. Seiner Ansicht nach ein passender Name, da die 3 für ihn die vollendetste Zahl darstellt. Auch Salazar war mit Uriartes Arbeit mehr als zufrieden und U3 wurde zu seiner rechten Hand, die ihm von da an stets begleitete. Sie erhielt den Spitznamen Pesanta, benannt nach einer alten spanischen Legende, einem hundeartigen Monster, das nachts die Häuser der Schlafenden heimsucht, sich auf ihre Brustkörbe setzt und schreckliche Träume verursacht. Ähnlich wie der Nachtalb, wahrscheinlich ein Mythos, der auf das medizinische Phänomen der Schlafparalyse zurückgeht. Uriarte war sehr zufrieden mit seinem Werk. Sein Lebensziel war nach fast 10 Jahren der harten Arbeit erreicht und er beschloss nun selbst, die Perfektion zu erlangen, die er der Haushälterin schenkte und seinem geliebten Lord Salazar an Pesantas Seite zu dienen.
Er injizierte sich selbst die schwarze Flüssigkeit und er trug unaussprechliche Schmerzen. Die heiligen Wehen seiner Wiedergeburt, wie er sie nannte, um zu einem wahren Diener seines Meisters zu werden und einem würdigen Diener für seinen Gott, der alle menschlichen Schwächen abgelegt hatte. Er würde, so schrieb er in seinen eigenen Dokumenten, zum Henker der Ketzer gegen die Los Illuminados werden. Ihr Verdugo, was das spanische Wort für Henker ist. Und so kam Salazar zu seinen beiden Leibwachen, Pesanta und Verdugo. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer von den beiden wer ist, dann habt ihr Glück. Das Spiel bietet uns auf diese Frage tatsächlich einen Hinweis. Denn wenn wir es schaffen, das Monster, das uns in der Kanalisation unter dem Schloss verfolgt, zu besiegen, finden wir an den Überresten dieser schrecklichen Kreatur einen goldenen Monokel. Da die Salazar-Familie aus der Zeit gefallen war und auch im späten 20. Jahrhundert noch wie im Mittelalter lebte und somit auch sehr strengen Rollenbildern unterlag, würde ich dieses Utensil definitiv eher einem Wissenschaftler als einer Haushälterin zusprechen. Vielleicht ist diese Sehhilfe bei der Verwandlung zum Verdugo einfach nur mit dem neuen größeren Körper verschmolzen. Oder aber es war ein Erinnerungsstück an die einstige Schwäche des menschlichen Körpers, mit der Uriate damals gestraft war, um sich selbst zu erinnern, wie stark und unverletzlich er nun geworden war. Aber vielleicht war es auch eine Art Relikt, ein letztes Überbleibsel der einstigen Menschlichkeit, das der verwandelte Uriate nun immer noch mit sich führt, um sich an sein altes Ich zu erinnern, um nicht gänzlich von der Bestie, die er nun geworden war, verschlungen zu werden. Und das ist die Geschichte des Verdugo. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst bitte nicht, das Video zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ich kann nicht mehr sprechen. Was haltet ihr von dem Verdugo, von diesem Boss, der ja schon sehr originalgetreu auch wieder im Remake eingebaut wurde, fast wie im Original? Und was haltet ihr von der sehr viel ausführlicheren Hintergrundgeschichte, die dieses Wesen nun erhalten hat? Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare oder wie gesagt, lasst uns gerne auch auf meinem Discord-Server drüber reden. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao, macht's gut.